Wieso man nachts nicht alleine auf den Friedhof gehen sollte. Jetzt kommt eine Story, die uns genauso passiert ist. Es war letztes Jahr im Dezember, das heißt, es war schon sehr früh dunkel und es war so 7, halb 8 und wir wollten noch auf den Friedhof gehen, um eine Kerze anzumachen. Auf dem Friedhof sind ja auch nicht so Lampen, das heißt, es war wirklich komplett dunkel. Wir haben vorm Eingang einen Mann gesehen, der so ein bisschen komisch gewirkt hat und sich auch etwas komisch verhalten hat. Als er uns aber gesehen hat, ist dann auch auf uns zugekommen. Und weil er so zielstrebig wirklich in so einem ganz komischen Schritt auf uns zugekommen ist, haben wir dann die Straßenseite gewechselt. Wir haben uns gedacht, okay, wir gehen jetzt einfach ganz schnell auf den Friedhof, damit wir es einfach hinter uns gebracht haben, aber haben dann gesehen, dass der Mann uns wieder hinterhergegangen ist, Richtung Eingang und natürlich wollten wir dann nicht auf diesen dunklen Friedhof gehen und sind abgebogen, dass wir halt zum anderen Eingang gehen können und das ist halt so eine lange Straße bis zum zweiten Eingang und weil wir eben gesehen haben, dass der Mann uns hinterhergeht, sind wir angefangen zu rennen und er ist auch einfach angefangen zu rennen. Wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Eingang hinter einer Ecke, weil wir einfach nicht wussten, wie wir jetzt von diesem Mann wegkommen sollen, sind wir um die Ecke gerannt. Wir sind auf den Friedhof gerannt und haben wir den Mann auch abgehangen und er hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Es hat dann auch noch alles funktioniert,